Und bei uns im Studio begrüßen wir Gunnar Schopelius, Berlin-Beobachter und Kolumnist. Guten Abend, Herr Schopelius. Guten Abend. Dieser zweite Jugendgipfel, den es heute in Berlin gegeben hat, also es sind einige Maßnahmen beschlossen worden. Ihr Fazit, reicht das tatsächlich aus? Nein, es reicht auf jeden Fall nicht aus. Es ist ja nett gemeint. Wir haben zwei Ergebnisse heute zu verzeichnen. Die Jugendstaatsanwaltschaften, es gibt 7 Jugendabteilungen bei der Berliner Staatsanwaltschaft, werden aufgestockt mit jeweils einem Staatsanwalt. Und es gibt Geld. 20 Millionen Euro in diesem Jahr, 40 im nächsten für die Sozialarbeit. Und das ist alles. Und das reicht nicht, weil wir umkreisen eine ganz wichtige Frage. Wir umkreisen die Frage, wie wir eigentlich mit der Zuwanderung umgehen. Wir haben es bei den Silvesterkrawallen mit einer großen Zahl an jugendlichen Zuwanderern zu tun. Wir haben neue Zahlen darüber, dass sehr viele Jugendliche unbegleitet einreisen und nach Berlin kommen. Und die Betreuung dieser Jugendlichen und die Frage, wie man sie auf einen richtigen Weg bringen kann, wenn sie ganz ohne Familie kommen, ist vollkommen ungeklärt. Vollkommen ungeklärt. Es ist ja aber noch immer die Regierung, die schon seit längerem jetzt im Amt ist. Warum möchte man diese Frage also nicht angehen? Warum ist das noch immer so ein Vakuum? Denn natürlich muss eigentlich vor allem den jungen Menschen geholfen werden, die alles zurücklassen und ganz alleine in ein fremdes Land kommen. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, diese Frage wird umkreist, weil man immer die Angst hat, dass man dann fremdenfeindlich wirken könnte, wenn man dieses Problem grundsätzlich anspricht. Inzwischen hat sich in Deutschland ja ein bisschen die Stimmung gewendet. Und wir sind, glaube ich, endlich mal ein bisschen von dieser Geschichte weg, dass wer diese Fragen anspricht, als rechts gilt und wer sie nicht anspricht, auf der linken Seite steht. Es ist kein Links-Rechts-Problem. Es ist einfach eine Frage, wie viel Platz haben wir in diesem Land und vor allen Dingen betreuten Platz. Bei den Jugendlichen ist es doch so, dass sie, wenn sie ohne Familie kommen, sehr viel Betreuung brauchen. Der Schlüssel ist ja 1:3 etwa. Wie können wir das leisten? Oder müssen wir irgendwann sagen, wir können es nicht mehr leisten und sagen dann, es gerät außer Kontrolle. Also was heute auf dem Gipfel fehlte, es waren sehr viele schöne Worte, es wurde Geld versprochen, Staatsanwälte, ganz wichtig, aber das ist ja nicht alles. Der Staatsanwalt steht ja erst ganz am Ende, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen doch darüber reden, wie wir die hier Ankommenden betreuen und wie viele wir aufnehmen können. Bedeutet das auch, dass man diesen Jugendgipfel, beide Termine eigentlich im Prinzip so ein bisschen als Aktionismus jetzt auch sehen kann, vor allen Dingen jetzt den heutigen Tag? Berlin sucht eine neue Regierung. Wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Im Moment ist es noch der rot-grün-rote Senat. Machen die weiter? Oder aber kommt die CDU ran? Wird sie dann wieder alles kippen? Ist das nicht gerade so ein bisschen vermessen, eigentlich jetzt diese Entscheidungen zu fällen, weil wir nicht wissen, in welche Richtung Berlin überhaupt steuern wird in den kommenden Jahren? Das ist vollkommen richtig. Wir sind mitten in den Koalitionsverhandlungen. Und natürlich wird man Frau Giffey vorwerfen, dass sie jetzt mit einem Gipfel daherkommt, der gar keinen Platz hat, weil es eigentlich um was ganz anderes geht. Wäre ein unfairer Vorwurf. Ich glaube auch, dass sie es wirklich ernst meint. Das ist bloß nichts bei rausgekommen. Also jetzt diesen Gipfel, also was heißt Gipfel? Gipfel heißt ja eine etwas intensivere Beratung als sonst anzusetzen, war schon im Grunde richtig. Wir haben es, das ist nur überdeckt von den Koalitionsverhandlungen in Berlin, die ja völlig aussichtslos im Moment sind. Die Sache ist ja hier ziemlich festgefahren. Ganz kurz noch, Sie sagen festgefahren. Also was bedeutet das, wenn die CDU es tatsächlich SPD oder Grüne überzeugen sollte? Wird dann alles wieder gekippt? Fangen wir dann von vorne an? Ja, festgefahren heißt, dass die Union, die hier der große Wahlsieger ist mit 10% Vorsprung, von den beiden anderen in den Gesprächen nicht so empfangen wurde, dass man das Gefühl haben könnte, dass entweder SPD oder Grüne eine Koalition mit der Union anstreben. Im Gegenteil, die Union wurde in den Gesprächen, die jetzt geführt wurden, sie gehen morgen und übermorgen weiter, eigentlich nur vor den Kopf gestoßen. Man hat ihnen zu verstehen gegeben, dass es so eigentlich nicht geht. Das heißt, die Auguren sagen, das wird wahrscheinlich eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot sein. Wir sind sehr gespannt, vor allem auf die Gespräche, die jetzt noch folgen werden. Gunnar Schopelius, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr gerne.